Oft wird über die Gesundheit gestritten, was man darf und was man nicht darf. Und ich habe mich mit 20 Gesundheitsmythen beschäftigt, was man nun wirklich machen sollte und was nicht. Insgesamt wird dieses Projekt jetzt 2 Teile beinhalten und jeweils 10 Mythen enthalten. Deswegen jetzt 10 Gesundheitsmythen für euch. Sind sie wahr oder falsch? Los geht's! My heart is a ghost town. Nummer 10. Die Pille macht dick. Das ist so nicht ganz richtig. Denn heutige Präparate kommen mit etwa halb so viel Östrogen aus. Manche sind sogar östrogenfrei. Dennoch hält sich der Aberglaube hartnäckig. Möglicher Grund, die meisten Frauen beginnen als Teenager an die Pille zu nehmen und verhüten dann im Schritt 10 Jahre mit ihr. Das ist genau der Zeitraum, in dem sich der weibliche Körper voll entwickelt und normalerweise einige Pfund zulegt. Nummer 9. Die Behauptung, Fußnägel darf man nie rund schneiden. Das ist richtig, denn rund geschnittene Fußnägel können leicht in das Nagelbett einwachsen. Das ist sehr schmerzhaft und muss vom Arzt behandelt werden. Daher sollten Fußnägel immer gerade geschnitten werden. Enge Schuhe begünstigen ebenfalls das Einwachsen der Nägel. Nummer 8. Bei Nasenbluten soll man den Kopf in den Nacken legen. Nein, denn legt man den Kopf in den Nacken, läuft das Blut in den Rachen und schließlich in den Magen. Das kann zum einen Übelkeit verursachen. Besser ist es, ein kühles Tuch in den Nacken zu legen oder bei starker Blutung mit einem Tuch die Nasenflügel sanft zusammenzudrücken. Nummer 7. Lesen bei schlechtem oder dunklem Licht macht die Augen schlechter. Das ist tatsächlich wahr. Lange Zeit dachte man, das wäre nicht der Fall. Inzwischen jedoch sind Forscher einig, dass eine zu starke Beanspruchung der Augen zu Kurzsichtigkeit führen kann. Lesen bei schlechtem oder dunklem Licht und auch auf sehr kurze Entfernung strengt die Augen zu sehr an und beeinträchtigt auf lange Sicht das Sehvermögen. Nummer 6. Regelmäßiges Fingerknacken ist ungesund. Einige Leute machen das ständig, so wie ich, und andere Menschen können dieses Geräusch einfach nicht ausstehen. Doch was liegt hinter dieser Behauptung? Insgesamt ist diese Behauptung falsch, denn regelmäßiges Fingerknacken ist nicht schädlich für die Gelenke und für den Körper. Die einzige Gefahr dabei ist es eben, dass man seine Mitmenschen sozusagen nur auf die Palme bringt. Nummer 5. Von scharfem Essen bekommt man Sodbrennen. Das ist falsch, denn die Auswertung von mehreren Studien hat keinen Zusammenhang erkannt zwischen dem Sodbrennen, Zitrusfrüchten, Koffein oder scharfen Gewürzen, genauso wenig wie Chili. Aber wer häufiger unter Sodbrennen leidet, sollte seine Ernährungsgewohnheiten mal unter die Lupe nehmen. Denn jeder Mensch muss für sich selbst herausfinden, welche Lebensmittel das Brennen im Hals auslösen können und welche nicht. Das bedeutet, dass es bei jedem anders ist. Nummer 4. Die Aussage, mit nassen Haaren soll man nicht ins Bett gehen. Das ist Quatsch. Nasse Haare mögen beim Einschlafen zwar unangenehm sein, aber sind dennoch nicht schädlich für den Körper, selbst wenn die Nässe den Kopf leicht auskühlen kann. Der Effekt ist vergleichsweise gering und löst selbst dann selten eine Erkältung aus. Also habt dabei keine Bedenken. Nummer 3. Die Behauptung, in kühlen Räumen schläft sich's am besten. Nicht unbedingt, denn das Mittelmaß ist wohl am besten. Mediziner empfehlen eine Temperatur von 16 bis 18 Grad Celsius. Bei wärmeren Temperaturen können die Menschen meistens nicht gut schlafen und bei kälteren Temperaturen droht, dass die Schleimhäute austrocknen und somit der Körper anfälliger für Infekte wird. Also, wie gesagt, sollte man möglichst ein Mittelmaß finden. Nummer 2. Nach dem Einnehmen von Mahlzeiten soll man nicht ins Wasser gehen. Die Antwort lautet Jein. Die Warnung steht zwar noch heute in den Regeln der DLRG, gilt aber nur für die ausgiebige Mahlzeit. Dann ist der Körper nämlich mit der Verdauung beschäftigt und Sport ist nicht empfehlenswert. Wer sich nach einem leichten Imbiss oder einem kleinen Snack ins Wasser wagt, hat aber gar nichts zu befürchten. Nummer 1. Nasse Badehosen führen zu Blasenentzündungen. Doch das stimmt so nicht ganz, denn nicht die Nässe, sondern die Bakterien verursachen die Entzündungen. Dennoch gilt, kühlt die Harnröhre aus, haben die Bakterien ein leichteres Spiel.
Dies gilt aber in erster Linie nur für Frauen. Männer holen sich aufgrund ihrer längeren Harnröhre trotz nasser Badehose nur extrem selten eine Blasenentzündung. Das war Teil 1 mit 10 Gesundheitsmythen. Teil 2 kommt bald ebenfalls auf unserem Kanal online. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Wir freuen uns natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Dann hoffen wir natürlich, dir hat das Video gefallen. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.